Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Sims 4 100 Baby Challenge. Und wir sind gerade dabei zu kalben, zu gebären, zu werfen, zu, ja, ich weiß es eigentlich gar nicht. Was sind wir eigentlich? Wir sind eigentlich fettschwanger, würde ich mal so sagen. Und sie ist gerade in den Wehen, da hatten wir das letzte Mal aufgehört, da habe ich ja so gemein einfach das Video beendet. Ich glaube, ihr hasst mich jetzt alle. Aber dafür könnt ihr euch ja jetzt angucken und ja, genau. Hol erstmal dreckiges Geschirr aus dem Kühlschrank, was auch immer das da drin macht. Interessiert mich auch nicht. Ich würde sagen, wir fahren ins Krankenhaus und wir machen mit, weil wir da so gut drin sind und wir nehmen mit. Wir nehmen den mal mit. Ich weiß gar nicht, wer der Vater ist, ehrlich gesagt. Wir nehmen einfach mal mit hier den Bob Pancake. Keine Ahnung, warum wir jetzt ausgerechnet den mitnehmen, aber wir nehmen ihn jetzt einfach mal mit. Er war mir gerade sehr sympathisch, so wie er so gelacht hat. Vielleicht kann er uns ein paar Pfannkuchen bringen, wenn wir gerade dabei sind, das Kind zu werfen. Finde ich sehr schön. Ich hätte gerne auch einen Bob Pancake dabei, falls ich mal schwanger sein sollte und ein Kind gebären möchte. So, Bobby Penny Cakey. Ich würde sagen, wir melden uns mal hier an. Guten Tag. Bitten, Baby zu fühlen? Nein. Guten Tag, ich würde gerne mich hier anmelden. Ginge das zufällig? Schreiben. Penny fühlt sich unwohl. Am Empfang anmelden. Das machen wir mal. Der Bob Pancake, der denkt sich jetzt wahrscheinlich so, hä, what the fuck? Ich kenne die Frau gar nicht. Was soll ich hier? Warum hat die mich mitgenommen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt klingeln natürlich wieder fröhlich hier alle meine Handys. Das ist natürlich wieder ganz toll. Also vielen Dank. Vielen Dank an Heyho, der gerade folgenden Kommentar abgegeben hat. Finde ich sehr schön. Sehr schön. Ich habe es jetzt gerade gelesen. Finde ich ganz toll. So, dann würde ich sagen, kriegen wir jetzt einfach mal das Kind. Und dann schauen wir mal. Sorry übrigens für die letzte Girls-WG-Aufnahme. Die war vom Ton her ein bisschen kacke, möchte ich mal so sagen. Da habe ich ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt. Ich hoffe, diese ist jetzt wieder besser. Die müsste jetzt eigentlich wieder normal sein, so wie immer. Also, tut mir echt leid. War nicht so beabsichtigt. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Wenn man mal an der Technik rumspielt und selber keine Ahnung hat, dann kommt sowas schon mal zustande. So, und da sind wir wieder fröhlich Mutti geworden von einem Kind. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Junge oder Mädchen. Das wissen wir natürlich noch nicht. Wie viel sind wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 8 Kinder sind wir jetzt insgesamt. Das ist gut. Da müssen wir nämlich jetzt mal wieder jemanden rausschmeißen, damit wir wieder schwanger werden können. Es ist ein Mädchen. Und wir nennen sie Jutta. Das ist mir gerade irgendwie so eingefallen. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ich finde, Jutta ist perfekt. Glückwunsch! Der Arzt hat die Geburtsurkunde vorbereitet. Toll! Die sammeln wir ja ganz fröhlich. Wie unfassbar schnell das hier geht, ja? Legst dich hin, kriegst ein Kind, gehst wieder nach Hause. Oh, Dudi Dudi! Guck mal, aber unsere Penny hat schon ein bisschen zugenommen, ne? Also das muss man schon sagen. Also sie hat jetzt schon ein breiteres, gebärfreudigeres Becken. Und das ist auch gut so, ne? Damit die Kinder schneller durchflutschen. Und ich würde sagen, dann können wir auch schon fast wieder nach Hause fahren. Was sollen wir denn noch groß hier, ne? Was wollen wir hier eigentlich? Das wissen wir gar nicht. Wir fahren wieder nach Hause. Da müssen wir nämlich jetzt mal gucken, dass wir, ja, jemanden rausschmeißen, ne? Rein theoretisch. Weil, wir brauchen ja wieder Platz für die Kinder. Dann zähle ich auch gleich nochmal mit euch durch, wie viele Kinder wir jetzt schon haben. Ich vergesse das nämlich immer und ihr fragt mich immer, wie viele Kinder sind es jetzt eigentlich? Und ich weiß selber nicht, ehrlich gesagt. Weil ich ja immer so toll vorbereitet bin und das immer so hammergut in die, Bilder schreibe. So, ne? Ja, wir besitzen jetzt so und so viele Kinder. Das vergesse ich immer. Aber macht euch nichts draus. Es ist hier irgendwie die, crazyste 100 Baby Challenge, die ist die es wahrscheinlich auf YouTube gibt oder zu finden ist. Deswegen ist es sehr amüsant. So, da sind wir auch schon wieder. Jetzt haben wir natürlich diesen schicken Dress an. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ist denn das Kind? Ach da, natürlich. Außerdem habt ihr mir alle ganz in die Kommentare geschrieben, ja, du musst da die Kommoden und so wegpacken. Ich verkaufe das jetzt mal einfach, weil das komplett freistehen muss, wohl diese Felder da drunter. Jetzt gucke ich mal eben hier. Hier hatten wir nämlich auch sowas, genau. Dann verkaufen wir das nämlich und stellen das mal irgendwie hier hin oder so. Ach, wir verkaufen es einfach. So, und dann gucken wir mal, ob das jetzt funktioniert. Ich versuche das Ganze mal eben. Ach, die sind jetzt alle in der Schule, toll. Na egal, ich kann es ja auch mit ihr versuchen. Wir versuchen es mal. Geh mal schlafen, olle Troller. Sehr glücklich, dass die überhaupt noch sehr glücklich ist, wenn die ihr Kinder kriegt. Das wundert mich ja doch schon.
So, dann gehen wir mal hoch. Guck, wir brauchen schon einen halben Tag, um überhaupt hochzugehen. Und? Ja, das sah sehr realistisch aus, aber es funktioniert. Das ist ja schon mal was. Kohle im Klo. Während einer kurzen Pause entdeckt Mike ein wenig Geld auf dem Toilettenbecken. Soll er es in seinen Spind einschließen oder es direkt zum Direktor bringen? Ist sicher natürlich. Wer sagt, dass sich eine formelle Bildung nicht auszahlt? Am Ende des Tages verlässt Mike die Schule ein bisschen weiser und reicher. 20 Simoleons. Super. Hammer. Das ist natürlich toll. Begrüßungskomitee. Das heißt, hier sind gerade irgendwelche Leute angekommen, die uns begrüßen möchten in der Nachbarschaft und sich wahrscheinlich denken, warum zum Teufel hat die Frau so viele Kinder und warum zum Teufel so viel Geld? Aber das müssen wir ja keinem erzählen. Wer ist das denn? Ben Breuer. Ist sogar ein Nachbar. Ben, wie wär's denn mit uns? Ja, ich kann nichts sehen. Ben, ich will dein Gesicht sehen. Ach ja, der Ben, der ist doch ein Hübscher, oder? Können wir mal hier die. Ja, danke schön. Ja, hör mal, Ben. Du bist doch the next one, würde ich sagen. Ben ist der Nachbar herein, bitte. Ja, das machen wir doch mal. Hi, hey. Oh, ich glaube, die habt ihr sogar erstellt, ne? Nikolas Flink. Ja, das kommt mir ganz, sieht ganz danach aus. Ach, guck mal, der bringt sogar ein Leckerchen mit. Das ist aber sehr nett von ihm. Sehr, sehr nett. Leopold. Leopold. Wir stellen uns den einfach mal allen vor. Man kann Männer nie genug haben, sage ich ja immer, ne? Und hier sowieso nicht in der Girls WG. Denn, wie ihr ja alle wisst, müssen wir so viele Kinder wie möglich haben und deswegen auch so viele Väter wie möglich. Also müssen wir uns jetzt so viele wie möglich hier klar machen. Ich freunde mich jetzt mal mit allen an. Ich würde sagen, unser erstes Opfer wird aber dieser nette blonde Benny Boy. Und wir bieten ihn einfach mal ganz ungestüm eine Rose an, damit wir, ja, uns einschleimen. Ja, jetzt stehen die voreinander und machen nichts. Das finde ich ganz super toll. Hallo, hallo, hallo. Ja, okay. Scheint irgendwie verbuggt zu sein. Dann jetzt nochmal. Ben, ich bitte dich. Ich möchte dir doch nur den Tag verschönern und dich kennenlernen und dir fürs Kommen danken. Und natürlich möchte ich deine Hände küssen. Es muss auch sehr witzig sein, wenn man jemanden gerade kennenlernt und der sich so denkt, so, oh, gib mir mal deine Hände. Voll der Fetisch. Ist ein bisschen eklig, aber naja. Wer weiß, was der vorher angepackt hat. Genau, wir setzen uns einfach mal hier vorne in unsere dezente, überhaupt nicht prollige Lobby. Und der Typ denkt sich jetzt wahrscheinlich so, oh, die Frau, die muss ich mir auf jeden Fall klammern. Die hat auf jeden Fall Kohle. Scheiß drauf, dass sie so viele Kinder hat. So, wir machen mal einen Anmachspruch und dann flirten wir mal. Da machen wir uns den in dieser Folge wenigstens schon mal klar. Baby machen wir dann in der nächsten Folge. Da muss ich nämlich bis dahin erstmal die ganzen Kinder hier rausschmeißen, die wir noch über haben. Die Kinder, die wir zu viel haben. Nummern austauschen, machen wir auch mal. Ja, er scheint angetan. Das ist schon mal gut. Flirten. Aufreizend posieren. Das kann Penny am besten. Wir schmeißen übrigens Luca und Mike raus. Linnea Aurora bleibt, Michelle bleibt, Horst bleibt und Willi bleibt. Jutta, müssen wir erstmal gucken, wie die so aussieht. Oh, das ging schief, habe ich mir gerade so gedacht. Zweideutiges Geschöpprech. So, wir machen erstmal, wir entschuldigen uns mal eben kurz, oder? Wir fragen ihn mal nach der Karriere. Machen wir das mal als erstes. Dann schmeicheln wir ihn ein bisschen, dann knuddeln wir ihn noch mal eine Runde. Fragen, ob Sims Single ist, ist immer eine gute Sache, finde ich. Wie sie einfach schon so, ne? Als ob die sich schon ewig kennen würden. Wir machen mal aufreizend posieren. Aufreizend posieren muss eigentlich immer gut ankommen, finde ich. Wir hauchen ihn dann mal ein Küsschen. Und wenn er das zulässt, dann können wir unseren ersten Kuss ja mal erleben. Das hat er schon mal zugelassen. Das ist schon mal gut. Ihm ist schon mal heiß. Es ist so hot. It's getting hot in here. So take up all your clothes. I'm getting so hot. Okay, ich hör auf. Das lief ja schon mal gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und die Kinder denken sich wieder so, oh Gott, Mama, ey, wieder einen neuen Papa, bitte nicht. Wir flirten noch mal. Dann bieten wir ihm noch eine Rose an, weil wir so nett sind. Und dann machen wir einfach mal ein Techtelmechtel im Schrank. Wenn wir schon so dabei sind. Juhu! Aber irgendwie, die passen optisch eigentlich sehr gut zusammen, ne? Vielleicht können wir die 100 Baby-Challenge hier einfach auch mal drehen. Was haltet ihr denn davon? So, Penny findet ihre große Liebe.
Wäre auch eine coole Story, so, ne? Mal die 100 Baby-Challenge mal ein bisschen anders. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet? So, Penny findet ihre große Liebe plötzlich so und dann irgendwie will sie gar keine Kinder mehr von anderen Männern. Dann will sie nur noch diesen einen Mann. Und dann heiratet Penny vielleicht sogar und dann drehen wir das alles und irgendwie wird es dann lustig. Und dann fällt sie plötzlich doch wieder in ihr altes Schema zurück. Oh, siehst du, ich habe schon eine ganze Story im Kopf. Ich könnte ein Buch schreiben. Wo gehen wir denn hin? Um Gottes Willen, im Kinderzimmer? Was ist denn los mit euch? Uiuiuiui, da geht's aber heiß her. Ja, viel Spaß, Penny, deinerseits. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. So, die Gute hat jetzt erstmal ihr schönes Techtelmechtel, ihr verdientes. Oh, da weint ein Kind, sehe ich gerade. Ja, anstatt da so rumzuhocken, kannst du dich vielleicht mal drum kümmern. Wie wär's mal damit? Schmutzige Windeln wechseln, dann füttern wir es mal. Kann der gute Junge sich mal drum kümmern. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir hier die mal altern lassen. Na, jetzt haben wir die gerade umgestellt. Ist natürlich auch ziemlich blöde. Aber naja. Das können wir ja nochmal machen. What the new? Ja, läuft auf jeden Fall bei denen. Mein Gott, was sind das für Geräusche? Ein Dampfherz. Voll cool. Geilste, wie sie da immer rauskommt. Ja, sie ist auf jeden Fall sehr konkett. Sie ist sehr konkett. Dann machen wir mal. Ja, wir flirten noch ein bisschen, würde ich sagen. Knuddeln. Dann machen wir einfach noch ein Techtelmechtel im Schrank. Komm, wir machen heute Techtelmechtel-Marathon. Das finde ich ganz gut. Juhu! Sie haben auf jeden Fall Spaß an sich. Finde ich ganz toll. Aber wie ihr gesehen habt, können wir da natürlich auch bitten, Freund zu sein. Ne? Da, wie gesagt, da müsst ihr mal mir echt in die Kommentare schreiben, wie ihr das finden würdet. Wenn wir die 100 Baby Challenge so ein bisschen drehen lassen jetzt. Weil ich ja gesagt habe, ich mache sowieso nicht die 100 Baby Challenge. Ziehe ich sowieso nicht komplett durch. Ne? Also das haben wir ja schon gesagt gehabt. Deswegen, je nachdem, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ach, der ist so süß. Ne? Unser kleiner blauer Willi. Ich mag ihn so sehr. So süß. Bisschen verrückt, aber süß. Ich mag ihn echt. Ich würde doch mal gerne wissen, wie ein Kind von ihm aussehen würde. Also jetzt nicht in dem Alter, aber ihr wisst, was ich meine. So, hier wird wieder ordentlich gedämpft. Gedämpft? Ist ja wieder pervers hier. Pervers, pervers. So. Wer ist das eigentlich? Ach so. Der hängt ja auch rum. Nun, ich glaube, es ist Zeit zu gehen. Man sieht sich. Danke für die Gastfreundschaft. Ach ja, gerne. Vor allem für die Gastfreundschaft. Das ist total lustig eigentlich. Wir haben die ganze Zeit da mit ihm Techtelmechtel und er dankt für die Gastfreundschaft. Er ist ja bescheuert. So, wir gucken mal eben in unseren Stammbaum. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich den sehe. Da. Genau, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kinder. Juhu! Wir haben 10 Kinder. Jetzt müssen wir mal eben gucken, wer von wem hier ist. Ach, die ist tatsächlich von Travis und die auch. Die ist von dem, der aber mit ihr zusammen ist. Auch sehr schön. Der ist von dem, der mit ihr zusammen ist. Läuft auf jeden Fall. Ach so, ja, die war ja von Travis. Der ist von dem. Der, die ist von dem. Ja, den wissen wir ja mittlerweile. Linnea Aurora ist auch von diesem hier. Das heißt, die beiden sind auf jeden Fall richtige Geschwister. Und die haben alle eine Frau. Das ist die Stiefmutter. Die böse Stiefmutter. Und Horst, die Boss, die ist von diesem jungen Mann. Jason Starlight. Mm. Ja, das war's, glaube ich, ne? Soweit. Jetzt sehe ich den Stammbaum gar nicht mehr so richtig. Ah, ne, du. Du bist von Albert. Und du bist von diesem hässlichen Alex Hermanns. Oh Gott, der wird bestimmt, die wird bestimmt auch richtig hässlich. Die Jutta. Ja, läuft auf jeden Fall. Ich glaube aber, ein Kind von den beiden würde richtig hübsch werden. Da bin ich mal gespannt. Also wir müssen auf jeden Fall für die nächste Folge jemanden hier rausschmeißen. Das steht schon mal so sicher wie das Amen in der Kirche. Komm, die Kinder können eigentlich mal... Ach nee, die Kinder machen gerade alle Hausaufgaben, ne? Guck mal, wie süß die hier sitzen. Das ist ja süß. Das ist ja liebevoll. Richtig niedlich. Ach komm, dann geht die Mama mal ein bisschen hier eine Runde schwimmen. Mal ein bisschen zur Abkühlung, die Arme. Hui. So, die Penny kann es mal ein bisschen genießen, gerade mal nicht schwanger zu sein. Ich glaube, das ist für sie auch mal ganz schön, denn die ist ja dauerschwanger, die Arme. Haben wir eigentlich so ein bisschen was Wellnessmäßiges? Dann können die sich eigentlich mal so ein bisschen wellnessmäßig hier, ne? Wisst ihr, was ich meine? Hier baden, Schlammbad nehmen. Das machen wir doch mal. Kann die sich mal ein bisschen wellnessmäßig erholen. Das finde ich nämlich ganz gut.
Und dann könnt ihr mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet mit der Story. Ob wir dann eine Story draus machen oder ob wir lieber, ja, 100 Baby Challenge lassen und dann weiter Kinder kriegen ohne Ende. Also das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr diese Idee findet. Rebel Dare! Hausaufgaben fertig. Horst Jones hat seine Hausaufgaben fertig. Linia Oro hat die Hausaufgaben fertig. Herrlich. Unsere süße Prinzessin. Die mag ich ja echt sehr gerne, ne? Aber guck mal, wir haben zu unseren Kindern echt gute Verhältnisse. Das muss man mal so sagen. Guck mal, zu Horst voll, zu Willi fast voll, zu Linia Aurora voll, die sind voll, der ist halb voll, den mag ich also nicht so, den Harry Potter Verschnitt. Aber sonst läuft. Ist schon cool, ne? Also ich mag das Haus immer noch sehr gerne. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass wir das so gebaut haben. So, was ist jetzt hier eigentlich? Wolltest du nicht mal ein Schlammbad nehmen? Los. Geh im Schlamm baden. Ach so, sie kommt da wieder nicht ran. Ja gut, da wundert mich nichts, wenn das so steht. Das ist natürlich auch ziemlich blöd, ne? Dann müssen wir das vielleicht mal verkaufen. So, jetzt geht's aber. Jetzt geht hier wieder nichts. Moment, da, Schlammbad. Jetzt müsste es aber eigentlich gehen. Energie geladen, bla bla bla. Was, herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Ja, vielen Dank. Warst du nicht die Ärztin, die das Kind gebracht hat? Warum wünsche ich mir jetzt das alles Gute? So, erstmal ein bisschen Schlammbad, herrlich. Ach ja, das hat sich die gute Penny auch mal verdient. So ein bisschen Chillomillo in der Badewanne. Ich frage mich nur, wie dieser Schlamm abläuft und wo zum Teufel dieser ganze Schlamm herkommt. Das ist eigentlich die Frage, die wir uns stellen sollten. Sehr realistisch, wie immer. Sims ist einfach an Realistik nicht zu überbieten. Was machen die denn hier? Voll am Dancen? Naja, ist eine lustige Familie, wie ihr seht. Also schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Ich beende dann diese Folge und würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zur 100 Baby Challenge oder was es dann auch immer wird. Das entscheidet ihr, denn ich find's cool, wenn wir das alles zusammen so ein bisschen erleben und spielen. Deswegen spielt mit mir zusammen und sagt mir eure Ideen und eure Vorschläge. Da freue ich mich immer sehr drüber. Und, ne? Freue ich mich auf jeden Fall mehr drüber als über diese erster Kommentare. Also schreibt mir lieber irgendwas Cooles oder irgendwas, was euch vielleicht sogar stört, ne? Solange das alles nett geschrieben ist, ist das kein Problem, ne? Und deswegen, ich denke, zusammen als Community werden wir hier noch was Cooles draus machen aus der 100 Baby Challenge. Also schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich sag dann bis zum nächsten Mal und tschüssi!